liebe Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Free Weapons Germany, euer Kanal, wenn es um Druckluft, CO2 und Schreckschusswaffen geht. Heute keine Waffe direkt, aber Zubehör, sehr brauchbares Zubehör. Und zwar geht es heute um das Thema ballistischer Chronograph. Ihr wisst aus der Vergangenheit, ich habe schon den einen oder anderen Chronographen mal in einem Video gehabt. Die kamen in der Regel aus Fernost und so begeistert war ich auch von der Qualität. Aus diesem Grund habe ich gesagt, nee, da muss jetzt mal was Vernünftiges her, denn im vorletzten Video, ihr könnt euch erinnern, das war das Video zur HDP 50, wollte ich auch einen Chroni-Test machen, der komplett nach hinten losging, deswegen habe ich ihn auch komplett aus dem Video rausgelassen und habe mir jetzt mal, habe mich mal durch einige Foren gewühlt und habe mal geschaut, was kann man da so nehmen. Da gibt es natürlich ganz tolle Dinger, R-Chroni, MK3 und hast du nicht gesehen, aber viele von diesen Geräten sind dann auch halt eben relativ klein und ich habe gedacht, ja, ist auch nicht immer so im Sinne des Erfinders, je nachdem, was man halt gerade messen möchte. Gerade wenn ich auf die HDP 50 schaue mit einem Kaliber 50 Geschoss, wird es dann halt schon ein bisschen tricky. Und da habe ich mir gedacht, ich besorge mir mal den Caldwell Precision Ballistic Chronograph. Der ist richtig gut, mit dem kann man so ziemlich alles messen, was kleiner als so im Durchmesser ist. Jetzt mal ein bisschen so übertrieben gesagt. Und an dieser Stelle mal einen ganz lieben Gruß an den Michael. Von dem Michael habe ich den nämlich gekauft über, ich darf es hier sagen, eBay Kleinanzeigen. Das war ein echt gutes Angebot. Danke nochmal dafür, Michael. Und heute konnte ich den Chroni endlich mal testen. Ich habe ihn aufgebaut, er ist in dem Komplett-Kit. Da gibt es noch eine abgespeckte Version von, das erzähle ich euch gleich alles mal in Ruhe. Und habe ihn auch für euch heute mit drei verschiedenen spannenden Waffen getestet. Und zwar zum einen mit der Walther Nighthawk. Die ist eine 4,5 mm Diablo-Waffe mit CO2, kennt ihr alle. Dann habe ich noch das Hänel 49A genommen, 4,4 mm Rundkugeln da drin. Auch da mal schauen, wie gut das funktioniert. Und last but not least natürlich, wie versprochen, nachgeliefert. Es gab auch schon einige Kommentare zu dem entsprechenden Video. Die Umarex HDP 50, auch die habe ich damit neu eingemessen. Und jetzt schauen wir uns das ganze Gerät mal kurz im Close-Up auf dem Tisch an. Danach gehen wir zum Schusstest und danach gucken wir, wie finden wir das, gut oder schlecht. Also, bis gleich. Hallo liebe Leute, da sind wir auf dem Tisch und hier sehen wir vor uns, das natürlich ausgepackte schon, das Premium-Kit vom Caldwell Ballistic Precision Chronograph. Hier, wie gesagt, im Premium-Kit. Und in dem Premium-Kit können wir hier auf der Verpackung schon erkennen, was alles enthalten ist. Wir haben das Stativ mit dabei, wir haben den eigentlichen Chronographen mit dabei und wir haben nicht nur die, also hier keine normalen Blenden dabei, die das Licht einfach diffus halten sollen. Wir haben hier direkt die Blenden mit dabei, in die auch ein LED-Panel eingebaut ist. Das gucken wir uns gleich an. Wir haben dazu noch ein Audiokabel. Wir haben den Splitter, das Splitterkabel für das Licht. Das Licht können wir dann einmal hier über Batterie betreiben und einmal über den Wallmount, also sprich einfach über die Steckdose. Dann sehen wir hier noch eine kurze Übersicht, wofür dieser Chronograph alles geeignet ist. Beispielsweise fürs Bogenschießen, Crossbow, für Pistolen, für Gewehre, für Sportschützen, Paintball-Gewehre, Airguns. Also sprich eigentlich quer durch die Bank weg könnt ihr hier alles benutzen, was ihr möchtet. Das ganze Gerät hat ein paar Besonderheiten. Auch wenn das Display, wir werden uns das gleich angucken, vermeintlich ja ein bisschen mau ausgestattet ist, denn ihr habt nur die Möglichkeit, das entweder auf Frames per Second oder Meter die Sekunde einzustellen. Das seht ihr hier auch in der Beschreibung, steht es drauf. Das Ding kann dann doch noch ein bisschen mehr. Und dazu würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal ins Detail und schauen uns mal an, was kriegen wir denn alles. Wir kriegen zunächst das Gerät geliefert in so einer wunderschönen Tasche mit Caldwell-Logo vorne drauf, gummiert eingebracht. Jetzt muss ich hier gerade nochmal reingreifen, bevor ich den Karton auf Seite tue. Mit dabei haben wir natürlich hier noch eine kleine Erklärung zum Thema Batterien und natürlich auch eine Gebrauchsanweisung für das Gerät an sich. Hier steht dann bebildert nochmal alles drin zum Thema Lieferumfang, wie man was benutzt und natürlich alles auf Englisch gehalten hier, weil es ist auch ein englisches Produkt. Was aber nicht wirklich dramatisch ist, das ist eigentlich alles weitestgehend selbsterklärend. Ihr seht hier
Da ist schon ein Handy mit abgebildet. Was es damit auf sich hat, das gucken wir uns gleich an. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir doch jetzt mal, was in der Kiste so drin ist. Die Bedienungsanleitung geht mal hier auf die Seite. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wir kriegen diese wunderschöne Nylon-Tasche mit Umhängegurt, was ich persönlich schon mal sehr begrüße, denn das macht A, das Verstauen recht einfach, denn wir brauchen sich immer wieder in irgendeinen blöden Karton zu packen. Und natürlich auch, wenn man es mal zum Schießstand oder raus mit zum Paintball aufs Feld oder so mitnehmen möchte, um das einfach mal aufzubauen und zu nutzen, macht es das super transportabel. Und ihr könnt das komplette Ding auch autark betreiben mit halt eben Batterien. Was für Batterien ihr braucht, erzähle ich euch auch. Jetzt machen wir die ganze Geschichte erstmal auf. Sit. Und schon ist es auf. Ihr seht, hier ist es nochmal mit so einem Klettverschluss nochmal extra gehalten. Und ja, ihr seht hier, wir haben den Chronograph drin, das Stativ und hier den ganzen Rest. Wir gehen jetzt mal Stück für Stück durch, ohne jetzt zu lange drauf einzugehen. Ihr werdet es dann nachher im Schusstest ja auch noch ganz genau sehen. Wir haben hier ein Stativ, also ein klassisches Dreibein mit nochmal drei ausfahrbaren Beinen. Da kommt es auf eine wirklich adäquate Höhe hoch. Da kann man dann auch schön sich das ausrichten, so wie man es braucht und im Stand, ob man es jetzt im Stand dann testen will, also aufbauen will, um im Stand zu schießen oder halt sitzend, ist das hier wunderbar möglich. Oben die ganz normale Stativaufnahme ist jetzt hier schon, diese Stativplatte ist jetzt hier schon im Gerät eingeschraubt. Ansonsten kann man es natürlich auch per Schraube an jede andere Stativplatte dranbringen. Nettes Feature, wie bei vielen Dreibeinen hier auch, eine kleine Wasserwaage, sodass man es auch schön in Waage ausrichten kann. Denn das ist nicht ganz unwichtig bei den Geräten. Wir können natürlich jede Position dann hier auch entsprechend feststellen mit den entsprechenden Schrauben. Seht ihr hier einmal festgezogen, schon geht hier nicht mehr großartig viel. Ja, das zum Stativ, das ist ein Standardstativ, nichts Besonderes, aber nice to have, schön, dass das dabei ist. Dann haben wir hier, seht ihr hier, das ist ein Batteriefach. Das ist das Batteriefach, wie ihr eben schon auf der Anleitung gesehen habt, was ihr nehmen könnt, womit ihr die LED-Lampen mit Strom versorgen könnt. Hier kommen normale, mal gucken, ob wir es aufkriegen, hier kommen normale AA-Batterien rein. Vier Stück an der Zahl und das sollte bei diesen LEDs auch wirklich eine ganze Weile ausreichen. Wer keinen Bock hat, das mit den Batterien zu betreiben, der kann das natürlich auch mit einem ganz normalen Stecker hier einfach an der Steckdose betreiben, rein stromtechnisch. Ne? Das ist halt hier der Anschluss für den Splitter. Den Splitter haben wir hier, wird also hier angesteckt quasi. Und dann haben wir hier die beiden Stromanschlüsse für die Lampen jeweils. Und hier nochmal einen schönen mit einem Clicky Point an Ausdrücker dafür. Wir kriegen den EU-Plug mit dazu und wir haben noch einen, ich weiß nicht, ich glaube US-Plug dürfte es sein. Mit dabei kann man hier unten austauschen. Da ich die so oder so nicht nutze, ist mir das relativ egal. Aber auch schön, dass das komplett in diesem Lieferumfang mit enthalten ist. Audiokabel. Da steht, glaube ich, irgendwas von 3,5 Meter. Da dürfte aber mal locker eher 10, 15 Meter lang sein, was richtig gut ist. Warum? Da komme ich gleich zu. Deswegen lege ich das mal hier auf Seite. Und dann haben wir hier die beiden LED-Blenden mit im Lieferumfang. Ihr seht das hier. Ich zeige es euch mal bei der einen hier. Wir haben hier schön die LED-Leiste unter dem Material mit angebracht. Klar, soll ja auch diffuses Licht geben. Ja, das ist halt eben wichtig für die Messung. Und mit dabei halt eben auch zum Rausziehen die Stangen, um es nachher halt am Gerät zu befestigen, zeige ich euch auch gleich. Davon haben wir zwei Stück dabei. Die brauchen wir natürlich auch. Eingang- und Ausgangsmessung ist ganz klar. Und von der Oberseite seht ihr hier jeweils auf beiden Geräten den Stromanschluss. Einmal entweder fürs Batteriepack und den Splitter oder halt eben für die Steckdosenvariante und den Splitter. Könnt ihr beides nutzen, so wie ihr das möchtet. Auch hier alles schön gebrandet, top verarbeitet, also gute Qualität, wirklich massiv und macht auf mich auch den Eindruck, ihr seht, das hat schon ein paar Einsätze hinter sich, macht auf mich aber auch definitiv den Eindruck, als dass es da noch einiges mitmacht, weil es wirklich qualitativ
wirklich hochwertig verarbeitet ist. Auch die lege sie mal gerade wieder hier rein, die brauchen wir gleich noch mal kurz. Und jetzt kommen wir natürlich zum Herzstück der ganzen Geschichte und das ist das eigentliche Messgerät. Ihr seht, auch der hat schon ein bisschen was mitgemacht, liegt halt eben daran, ich habe es euch gerade gesagt, dass ich ihn gebraucht erworben habe, aber habe ihn getestet und ihr seht es gleich dann auch selber im Video, er funktioniert einwandfrei. Von der Rückseite sehen wir nichts, das ist einfach nur eine Kiste. Hier unten haben wir die Stromversorgung von dem Kollegen. Und wie ihr hier seht, eine 9 Volt Blockbatterie. Hat nicht jeder immer unbedingt zu Hause, ist jetzt auch nicht das, was man im Teddy um die Ecke kriegt, aber auch die kriegt man natürlich für einen schmalen Taler, gibt es auch wieder aufladbar, aber ganz ehrlich, so ein Batterienfresser ist das Gerät jetzt hier nicht. Wenn er auf off steht, ist er halt eben off und dann braucht er auch nichts, von da ist das vollkommen in Ordnung. Schön ist hier das Feature, dass ihr hier auf jeden Fall nochmal einen zweiten Schacht habt, das heißt, eine Reservebatterie könnt ihr euch immer mitnehmen, die legt ihr einfach hier mit rein, Deckel drauf. Und fertig ist die Laube. Dann habt ihr für Notfall immer eine mit dabei, ohne jetzt noch ein zusätzliches Batteriepäckchen mitschleppen zu müssen. Der Mount fürs Dreibein, wie gesagt, hier schon eben mit der Schraube dran geschraubt. Den lasse ich auch dran, weil ich brauche ihn so oder so immer auf dem Stativ und ich stelle den nicht so irgendwo ab. Hier haben wir an der Seite den Ein-Aus-Schalter mit der Zusatzfunktion, dass wenn ihr den nach vorne schiebt, misst er halt in Feet per Second. Wenn ihr den nach links schiebt, dann misst er halt in Meter pro Sekunde. Ja, und hier in der Mittelstellung ist er halt eben einfach aus. Vorne haben wir dann das Display. Ich hoffe, man kann das so sehen. Ist halt ein bisschen schwierig, weil das Ding echt lang ist. Aber ich glaube, ihr könnt es hier sehen. Ich versuche das mal ein bisschen. Ja doch, das müsste passen so. Hier nochmal beschriftet Caldwell Ballistic Precision Chronograph. Und hier das kleine Display. Das Display, das zeigt euch nicht wirklich viel, aber ihr bekommt alle Informationen, die ihr braucht. Wie das aussieht, zeige ich euch jetzt mal eben kurz. Und zwar, indem ich das einfach mal auf die hintere Position in diese Meter pro Sekunde Stellung bringe. Und da könnt ihr mal sehen, wie der, ich nenne es mal Bootvorgang von dem Gerät aussieht. So, angemacht. Ihr seht, das Display geht an. Jetzt zählt er von 5 runter und danach zeigt er euch, wenn das Logo so wie jetzt in der Mitte zusammenkommt, jetzt ist er bereit und jetzt könnt ihr schießen. Das gleiche passiert natürlich auch, wenn ihr ihn auf Feet per Second stellt. Das zeigt euch das FPS dann auch nochmal kurz an, wie vorhin eben das Meter, also MPS. Jetzt auch da, Bude runter und auch jetzt ist er hier startklar. Und es kann losgehen. So natürlich nicht. Ihr müsst vorher natürlich auch noch die Blenden montieren. Zu den Blenden sei noch ganz kurz gesagt, ich schiebe das jetzt mal gerade hier ein bisschen auf Seite, mal ein bisschen nach hinten, so dass wir das gleich auch so ein bisschen hoffentlich ins Bild kriegen. Ich will mal eine Blende montieren, um euch zu zeigen, wie das funktioniert. Das ist natürlich, wie ihr euch denken könnt, kein Hexenwerk. Dazu geht ihr einfach hin, zieht euch diese beiden Metallstangen hier raus. Und die verbindet ihr aus meiner Erfahrung heraus als erstes hier mit der Aufnahme an der Blende selber. Und die gehen hier, ihr habt es gehört, da müsst ihr schon ein bisschen Druck reintun, damit die auch feste drin sitzen. Das Ganze machen wir natürlich von jeder Seite einmal. Boah, ne? Also da muss schon ein bisschen Druck rein, so. Und na, die ist noch nicht ganz drin. So. Und danach, wenn die montiert sind, also in der Blende montiert sind, geht ihr einfach hin und steckt die hier jeweils in das Gehäuse ein. Zack, zack. Und schon, ja, wie sieht man es jetzt? Jetzt habe ich schon Weitwinkel und dann ist er noch zu klein. Seht ihr? Und schon sind die Dinger montiert. Das Ganze vorne und hinten. Ich nehme sie jetzt mal wieder ab, weil sonst kann ich hier wirklich gar nichts mehr zeigen auf dem Tisch. Das Ganze halt eben vorne und hinten und schon ist für Eingangs- und Ausgangsmessung alles vorbereitet. Wenn ihr das Gerät draußen bei Tageslicht benutzt, egal ob ihr jetzt mit einer Luftdruckwaffe, mit einer CO2-Waffe oder mit einem Luftgewehr oder eventuell auch mit einer Schleuder oder mit einem Bogen schießen wollt, wenn ihr das draußen bei Tageslicht benutzt, braucht ihr lediglich die Blenden und benötigt kein zusätzliches LED-Licht. Mit normalem Tageslicht funktioniert das Gerät einwandfrei. Wenn ihr es allerdings drinnen oder draußen, wenn es schon ein bisschen dämmert, benutzen wollt, kann es passieren, dass das Tageslicht
nicht mehr ausreicht, um hier wirklich genaue Messungen zu bekommen. Dann müsst ihr halt das LED-Licht benutzen und dann spielt es auch keine Rolle, ob ihr bei Dämmerung draußen seid oder ob ihr in einem Raum seid, und dann ist es auch total Pumpe, was für Lampen in dem Raum an sind. Wenn ihr diese LED-Beleuchtung nutzt, die ist ja extra darauf ausgelegt, dass die halt ein entsprechend diffuses Licht macht, ja, ein gleichbleibendes Licht, sodass die Messung halt eben funktionieren kann. Damit erzielt er dann auch definitiv immer die besten Ergebnisse. So viel zum Thema Beleuchtung, wann brauche ich sie einfach nicht. Auf der anderen Seite von dem Gerät wollte ich euch jetzt noch zeigen, haben wir einmal einen USB-Anschluss. Ich habe jetzt tatsächlich noch gar nicht nachgelesen, wofür der ist. Wahrscheinlich auch für eine externe Stromversorgung oder zur Datenübertragung. Mich hat in erster Linie das interessiert. Das ist ein 3,5 mm Audio-Klinkenstecker. Den haben wir hier drin. Und wir haben, ihr könnt euch erinnern, dieses 95.000 Meter lange Audiokabel mit dabei, mit 2x 3,5 mm Klinke. Wozu ist das da? Das ist ganz einfach. Den einen Port steckt ihr einfach in das Gerät rein und den anderen packt ihr euch dann, ich habe jetzt in dem Fall mein altes iPhone, weil das ist das alte iPhone SE, das habe ich mir genommen und habe es unten in den Klinkenport gepackt und habe mir diese Caldwell-App installiert. Die findet ihr im App Store und auch natürlich also für Android und iOS, weiß ich gar nicht, wie der andere Store heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Die könnt ihr euch kostenfrei runterladen. Und wenn ihr die runtergeladen habt, ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Kleinen Moment. Ach Gott, ich will jetzt keine Siri. Nein. Seht ihr, deswegen habe ich jetzt im Moment kein iPhone mehr, sondern nur noch mein anderes Ding. Also ein Android-Gerät. Hier seht ihr jetzt ein paar Ergebnisse, ein paar Schussergebnisse, und ihr seht hier im Moment, ja, keine Verbindung ist klar, das Gerät ist gerade nicht eingesteckt, aber hier könnt ihr dann das Gerät anschließen. Ihr könnt hier dann auch neue Gruppen erstellen. Es gibt dann hier eure gespeicherten Gruppen. Ihr seht, hier sind noch ein paar Werte. Ich habe den Schusstest eben jetzt schon vorab gemacht. Die sind ja schon hinterlegt. Das kann man sich hier angucken. Und ihr habt hier jede Menge Settings, die ihr einstellen könnt. Also die Units, ob hier imperiales System, metrisches System, GPS, oder ihr könnt noch hier eure Postleitzahl eingeben, die Datumseinstellung, 12-24-Stunden-Anzeige, Fahrenheit oder Celsius. Ihr könnt Bluetooth einschalten, ausschalten. Also könnt ihr hier alles einstellen und dann könnt ihr das, wie gesagt, mit dem Gerät verbinden. Und wenn ihr das mit dem Gerät verbunden habt, könnt ihr, wenn ihr eine Messung machen wollt, hier dann einfach in der App die Daten eintragen. Könnt ihr beispielsweise eintragen, was ihr für ein Geschoss habt. Also ich sage jetzt mal 4,5 mm Diablo mit einem Gewicht von Fragezeichen an Grains. Ja, also hier müsst ihr immer das Gewicht in Grain angeben. Ganz wichtig, nicht das Gewicht in Gramm, denn dann ist eure Messung für die Füße. Aber auch da gibt es online ja etliche Umrechner, die euch dann sagen, beispielsweise, wenn ihr 0,5 Gramm Gewicht bei einem 4,5 mm Diablo habt, dann ist das ein Gewicht in Grain von, keine Ahnung, was 7, hast du nicht gesehen. Ja, könnt ihr online umrechnen, ist überhaupt kein Problem, gebt dann entsprechende Werte ein und dann könnt ihr messen. Ihr könnt dann auch einstellen, mit welchem Abstand zum Gerät ihr den Schusstest macht. Also ihr könnt das von, die kleinste Einstellung ist ein Fuß, also das sind knapp 30 cm von Eingangspunkt, könnt ihr schießen bis, ich glaube, das geht bis 25 Fuß hoch oder irgendwie sowas, also dass ihr, oder 15 Fuß Abstand, die ihr haben könnt, also es ist schon ein ordentlicher Abstand. Vielleicht dann interessant, wenn ihr auch mit scharfen Waffen unterwegs seid, jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem Luftgewehr sinnvoll zu testen, dann auf 10, 15 Meter, wie auch immer, zu machen. Aber die Möglichkeiten habt ihr, das könnt ihr dann alles für jedes Modell, was ihr testen möchtet, könnt ihr das in der App einstellen. Und das ist auch so ein Punkt, den wir uns gleich nochmal angucken. Nachdem wir den Schusstest gemacht haben, Spoiler, ich habe ihn schon gemacht, gucken wir uns natürlich die Ergebnisse an, was hat uns, was hat der Chronograph für Ergebnisse geliefert und wie sieht das aus? Und die werden wir dann gleich auch nochmal im Fazit besprechen. Das heißt, wir gehen jetzt zusammen zum Schusstest mit dem Caldwell Chronograph. Dann nehmen wir uns die Walter Nighthawk, wir nehmen uns das Hänel 49A und zum guten Schluss die Umarex HDP 50 und dann jagen wir da mal ein bisschen was durch und dann gucken wir uns die Werte an, besprechen wir kurz und dann sehen wir uns auch schon wieder zum Fazit. Jetzt erstmal zum Schusstest. Bis gleich.
So, dann machen wir jetzt mal mit dem Caldwell Ballistic Precision Chronograph den Anfang mit der Walther Nighthawk. Und als Geschoss nehmen wir hier die Excite Econ 2. Werte gibt es dann natürlich für euch im Anschluss. Los geht's. So, liebe Leute, jetzt folgt der Test mit dem Hänel 49A mit den Diana Rundkugeln. Auch hier natürlich für die App die Grainzahl entsprechend geändert. Ein bisschen weit weg. Ja, das war der Kugelfang. So, das waren sie. 10 Schuss habe ich reingeladen, die haben wir durch. Dann würde ich mal sagen, machen wir mit der letzten und für heute wahrscheinlich für die Aktion spannendsten Waffe weiter. Bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir mit der Umarex HDP50. Ganz frische Kartusche drin, noch nicht angestochen. 6 Schuss mit Gummistahlkugeln im Kaliber 50, 2,68 Gramm schwer. Die Grainzahl natürlich entsprechend jetzt hier eingestellt und ja, dann wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Ich hoffe, diesmal funktioniert der Test. Daumen drücken. Jo, das hat schön geknallt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich wieder mit den einzelnen Ergebnissen und dann werten wir die ganzen Geschichten mal aus. Bis gleich. Ja, hallo liebe Leute, da sind wir wieder am Tisch, gerade nach dem Schusstest. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen einfach den Tisch hier als Kulisse. Hier kann ich euch gleich auch schön mal die Ergebnisse einblenden, die wir gerade beim Schusstest erzielt haben. Wir fangen jetzt hier an mit den Ergebnissen von der Walther Nighthawk. Ich hatte hier, wie gesagt, geladen die Excite Econ 2 Geschosse und wir haben 8 Schüsse abgegeben und die sind auch alle gewertet worden. Da hatten wir keinen Error dabei. Der stärkste Schuss, der kam mit 103 Meter die Sekunde, was einer Kraft von 2,41 Joule entspricht. Der schwächste Schuss am Ende hatte 91 Meter die Sekunde bei 1,88 Joule. Dann halt, und das ergibt hier einen Durchschnitt von den 8 Schuss von 97,2 Meter die Sekunde. Maximal, wie gesagt, die 103 Meter die Sekunde, minimal die 91 Meter die Sekunde. Und ja, ist ein ganz ordentliches Ergebnis hier für die Walther. Ich habe natürlich hier auch schon Videos gesehen, muss ich ganz klar sagen, wo man auch schon mal 110, 111 Meter die Sekunde gesehen hat. Aber nun gut, wir hatten draußen 25 Grad. Das zeigt die App hier netterweise auch an. Eigentlich ganz gute Voraussetzungen. Allerdings ist natürlich hier, ihr seht es an der Kurve von Schuss 1 bis Schuss 8, die Leistung nimmt ab. Klar, CO2, das kühlt und
Ja, das ist halt dieser Geschichte geschuldet und da macht man halt eben nichts dran. Dann gehen wir jetzt mal weiter zum zweiten Test, zum zweiten Ergebnis. Da haben wir die Hähnel 49A getestet. Und zwar haben wir die geladen mit den Diana 4.4 Rundkugeln, die dann ein Gewicht haben, auch von etwas über 7 Grain. Und der erste Schuss wurde hier gemessen mit 106 Meter die Sekunde, entspricht 2,55 Joule. Zwischendurch gab es dann hier auch nochmal ein höheres Ergebnis. Schuss 4 hatte 107 Meter die Sekunde mit 2,6 Joule. Eine Nullmessung zwischendurch auf 8 und in der 9 dann auch nochmal die 105 Meter die Sekunde mit 2,49 Joule, entspricht einem Durchschnitt hier von 91,4. Das verstehe ich jetzt nicht. Wahrscheinlich misst er die komplette Gruppe hier im Durchschnitt. Das heißt, auf diese Werte kann man sich hier, glaube ich, auch nicht so verlassen. Aber nun gut, die 107 Maximum, das stimmt dann wiederum, Minimum 0. Ah, okay, er wertet den Nullschuss halt eben mit. Okay, dann könnte es dann wieder hinkommen. Hier haben wir natürlich nicht das Problem mit irgendwelchem Auskühlen von irgendwelchem CO2. Hier ist es einfach natürlich gespannte Feder. Ist ja ein Mehrlader-Einzelrepetierer. Spricht für mich aber dann auch sehr dafür, ihr wisst, ich habe es im Video schon mal angesprochen, dass er sich ja relativ schwer repetieren lässt, spricht für mich eigentlich eine ganz klare Sprache, dass hier eventuell eine etwas stärkere Feder verbaut worden ist, denn ich denke, mit der Originalfeder macht er nicht unbedingt 100 Meter, 107 Meter die Sekunde, also sprich die 2,6 Joule, wird er mit der Originalfeder vermutlich nicht schaffen. Kommen wir nun zur letzten Messung im Feld. Da hatten schon einige Leute drauf gewartet. Es gab auch ein paar Kommentare im Video. Und zwar, ja, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit der HDP 50? Was haut die denn so an Leistung raus? Und hier war das Ergebnis, ja, relativ konstant. Also, der erste Schuss, wie gesagt, auch hier natürlich eine frisch geladene Waffe. Ihr habt es gesehen, angeschlagen erst vor dem Schusstest. Gemessen haben wir hier natürlich auch entsprechend mit dem richtigen Gewicht. Die Kommastelle nimmt er hier leider nicht. Er rundet die ab, deswegen waren es eben bei den beiden jeweils die 7 Grain, weil wir einmal 0,48 und einmal 0,5 Gramm oder 0,43 und 0,5 Gramm an Geschossgewicht hatten. Hier haben wir jetzt die Gummistahlkugeln im Kaliber 50 geschossen. Ihr erinnert euch, die habe ich im Video auch vorgestellt. Da haben wir uns auch den Durchschlagstest so angeguckt. Und die wiegen 2,68 Gramm. Das sind dann umgerechnet etwas über 41 Grain. Die haben wir hier natürlich auch zur Messung entsprechend eingetragen. Und damit wiederum war der erste Schuss dann bei einer Geschwindigkeit von 61 Meter die Sekunde, was 4,94 Joule entspricht. Ja, ist leistungsmäßig sicherlich unter dem, was die Waffe kann. Da hat man ja schon einiges gehört, dass die schon an die 7 Joule rankommen soll. Hat sie hier jetzt nicht ganz geschafft, könnte aber auch daran liegen, dass hier dann wahrscheinlich oftmals mit den normalen Rubberballs gemessen wird, die natürlich noch ein gutes Stück leichter sind als die jetzt hier in der Gummi-Stahl-Variante. Dann hatten wir 58, 54, 55, 56 und wieder 58 Meter die Sekunde, was einen Durchschnitt von 56,9 gibt. Wir also roundabout kann man sagen, auf jeden Fall immer gut über 4 Joule liegen. Was wieder meine These aus dem ersten Video, also aus dem Video zur HDP 50 bestätigt, ich möchte sowas nicht ins Gesicht kriegen. Denn da soll es hin, da wo es weh tut, bestätigt meine Aussage vom Video in meinen Augen immer noch eine Top-Waffe zur Selbstverteidigung. Aber hier haben wir jetzt erstmal gesehen, wie das Caldwell Ballistic Precision Chronograph misst. Hier war die Auswertung und jetzt treffen wir uns nochmal wieder ganz kurz, um das Fazit zu besprechen. Bis gleich. Ja, hallo liebe Leute, da sind wir auch schon wieder zum Fazit zum Caldwell Precision Ballistic Chronograph, den wir uns heute jetzt nun wirklich ausgiebig angeguckt haben. Ihr habt das Gerät gesehen, ihr habt gesehen, wie es im Schusstest funktioniert, wir haben die Ergebnisse ausgewertet. Und jetzt mein kleines Fazit dazu, was sage ich zum Gerät, was halte ich vom Handling, was halte ich von den Ergebnissen.
Ich fange vielleicht mal mit den Ergebnissen an. Ergebnisse, gut, die benötigen eigentlich immer wieder ein paar Vergleichswerte. Und gerade bei CO2-Waffen, da sind wir uns, denke ich mal, alle einig, werden wir immer das Problem haben. Die sind sehr temperaturempfindlich, also auch was die Außentemperatur angeht. Der Auskühlungseffekt nach mehreren Schuss ist natürlich bei jeder CO2-Waffe gegeben. Das kommt da auch nochmal hinzu. Von daher finden sich da immer sehr unterschiedliche Messergebnisse. Ich denke mal, bei einer Waffe wie zum Beispiel bei dem Hänel 49A, was einfach ein gespanntes Luftgewehr ist und dadurch eigentlich immer eine relativ konstante Leistung haben sollte oder eigentlich auch haben wird, da konnte man eigentlich ganz gut sehen, dass auch die Messunterschiede, die waren hier wirklich minimal, also da waren nur ganz kleine Abweichungen und von daher kann ich aufgrund dieser Messung, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass der Chronograph, der Caldwell, wirklich einen Top-Job macht. Hat sich aber auch für mich so ein bisschen in der HDP 50 bestätigt, denn auch da war die Range von Abweichung wirklich minimal. Natürlich, unterm Strich, was die Kraft angeht, mit etwas, ich glaube, 4,5 Joule oder 4,9 Joule oder irgendwie sowas im Spitzenwert, deutlich unter dem, was die Waffe wahrscheinlich leisten kann, ist wahrscheinlich aber auch der etwas schwereren Munition geschuldet. Muss man auch natürlich ganz klar sagen an der Stelle. Das Gerät aber an sich, also darum soll es nicht gehen. Das Gerät an sich, denke ich, macht hier einen sehr präzisen Job. Bei gutem Tageslicht hat das wunderbar funktioniert. Ich werde es auch irgendwann nochmal Indoor testen, sobald ich die Möglichkeit habe, das hier entsprechend mal aufzubauen, werde ich euch ja natürlich auch daran teilhaben lassen. Dann werden wir einfach auch mal mit ein, zwei verschiedenen Waffen, werden wir da mal einen kleinen Indoor-Test machen, um die LED-Beleuchtung zu testen. Das Video schieße ich dann irgendwann bei Gelegenheit nochmal hinterher, damit wir auch da sehen, Mensch, passt das nicht. Ich habe es zeitlich jetzt leider nicht beides auf einmal geschafft. Seht es mir bitte nach, kommt aber auf jeden Fall noch. Die Verarbeitung von dem Gerät ist, ja, ist gut. Das Gerät selber, das ist in einem Plastikgehäuse, das fühlt sich jetzt auch nicht irgendwie knatschig billig an, das ist ordentlich verarbeitet. Für mich absoluter Pluspunkt ist das simpel gehaltene Display, finde ich immer gut. Dass der Tripod mit dabei ist, zumindest in diesem Full-Kit, finde ich auch richtig gut. Dass man in dem Batteriefach noch Platz hat, um sich da eine Ersatz 9-Volt-Batterie reinzulegen, finde ich auch top. Hätte es besser gefunden, wenn man jetzt hier vielleicht einfach da noch einen USB-Anschluss macht, dass man eine Powerbank anschließt und das Ding darüber einfach betreibt. Wäre wahrscheinlich ein bisschen eher up-to-date gewesen, aber man muss auch bedenken, das Gerät gibt es auch schon ein paar Tage. Also das ist jetzt nicht neu auf dem Markt, von daher vollkommen in Ordnung. Und die 9-Volt-Block-Batterie, die hält natürlich auch entsprechend lange. Was ich da wieder richtig gut finde, ist, dass man halt eben die LED-Beleuchtung, die jetzt hier in diesem Full-Kit mit dabei ist, in dem Premium-Kit, wie es heißt, dass man die sowohl über Batterie als auch über Strom betreiben kann. Das finde ich wiederum top. Das heißt, ob draußen auf dem Paintball-Feld oder halt eben drin, wenn ich das Licht brauche, ich bin nicht auf eine Steckdose angewiesen. Ich kann da einfach 4 AA-Batterien reinpacken und bin durch mit dem Thema. Und die halten auch relativ lange, da bin ich mir sicher. Werde ich noch testen. Und der nächste riesengroße Pluspunkt in meinen Augen ist die coole Verpackung einfach. Dieser geile Nylonbeutel. Ihr habt es immer dabei, ihr könnt es ohne großen Aufwand irgendwo mit hinnehmen, das ist immer gut und schnell verstaut und auch wieder rausgepackt. Das finde ich richtig gut. Das ewig lange Audiokabel, um das mit der App aufzuzeichnen, sodass ihr eure Sitzungen, eure Schussfolgen einfach auch speichern könnt und das archivieren könnt, das finde ich richtig, richtig gut. Das ist der größte Pluspunkt in meinen Augen. Also das gefällt mir wirklich sehr gut. Und ihr habt es auch gerade gesehen, ich habe es einfach vom Handy runtergenommen und euch hier damit in dem Video die Einblendungen entsprechend gemacht. Das funktioniert super. Das kann man echt so machen. Kann man besser eigentlich. Ja, man könnte sich ja selber eine Excel-Tabelle schreiben und machen und tun und hin und her, aber ne? App ist kostenlos, funktioniert prima, macht das, was es soll, hat alle Einstellungsmöglichkeiten, die man so weit braucht. Für mich absolut in Ordnung. Kann man so lassen. Also finde ich richtig gut. Das Stativ. Der Tripod, nice to have, dass er dabei ist, aber das ist schon, es ist kein ultra gutes Dreibein. Ne? Ich meine, das ist schon ein günstiges. Das merkt man auch. Die schmeißen es in diesem Premium-Kit einfach mit dazu. Aber ich sag mal so, ein ordentliches Dreibein, wenn euch das zu spack ist, dann nehmt da einfach mal 20, 30 Euro in die Hand und holt euch nochmal so ein Ding. Wo wir da gerade beim Thema Geld sind, das ist nicht gerade günstig. Ich habe es gesehen, wie gesagt, hier nochmal danke an den Michael für den coolen Deal. Ich habe es jetzt wirklich recht günstig bekommen in diesem Fullset. Ihr kriegt dieses Fullset bei einigen Händlern mittlerweile um die
220, 30 Euro habe ich gesehen. Die Adressen werden sicherlich einfach zu finden sein. Einfach mal das Gerät eingeben mit billig dahinter und dann ist das dritte, vierte Suchergebnis bei Google, da findet ihr das schon. Ihr könnt aber auch, ich habe es beispielsweise bei Amazon gesehen, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, ich packe auch keinen Sponsored Link hier rein oder so Quatsch mache ich nicht. Da kriegt ihr dieses Chronograph Standalone, also den Chronograph mit den Blenden ohne die LEDs, auch ohne den Tripod und so weiter und so fort. Ich glaube aktuell für 129 Euro. Ist jetzt auch nicht riesig das Geld, weil wie gesagt, ein Dreibein kann man sich so dabei kaufen, wenn ihr die Blenden ohne die LEDs habt. Dann braucht ihr da auch dieses Batteriepack nicht. Dann reicht euch nur eine 9-Volt-Batterie und ihr seid startklar. Audiokabel hat entweder jeder rumliegen oder ich weiß gar nicht, könnte sogar sein, dass bei diesem Kit auch dabei ist. Weiß ich nicht. Macht auf jeden Fall einen guten Job, wie ich finde. Richtig, richtig gut. Ich bin froh, dass ich mir das gegönnt habe. Das heißt, meine beiden China-Kracher, die werden jetzt demnächst in den bekannten Plattformen landen, die sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung haben. Natürlich deutlich weniger kosten als das Ding. Und für so einen günstigen Tag, da werde ich es auch wieder raushauen, denn ich habe jetzt keine Verwendung mehr dafür. Ich bin jetzt froh und glücklich mit dem Caldwell. Wirklich gibt es von mir beide Daumen hoch, eine absolute Empfehlung. Hat einen richtig guten Job gemacht. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zum Schluss. Die Leute, die jetzt nicht diesen riesen Platz haben, sich so ein doch relativ großes Setup aufzubauen und draußen, so wie ich jetzt gerade bei mir im Innenhof, diese Schusstests zu machen, sondern die vielleicht sagen, nee, ich brauche das Ganze vielleicht eine Nummer kleiner, möchte das hier bei mir in der Wohnung machen und kann die Kugeln auch ordentlich auffangen, aber will jetzt nicht so ein riesen Ding aufbauen und diese Lichtproblematik bei dieser Art von Chronograph, die ja nun mal eben immer gegeben ist, mit dem Thema will ich mich auch nicht auseinandersetzen. Der sollte dann lieber vielleicht doch in Richtung Kompakt gehen und sich mal so Sachen wie den Aircrony MK3 angucken. Ich weiß, dass aus älteren Videos habe ich gesehen, dass zum Beispiel auch der Norbert Jänisch und andere Reviewer aus dem Bereich, die auch ganz viel für WPU und so weiter machen, habe ich gesehen, dass der also auch diese Art, ich weiß nicht, ob es ein Aircrony ist, ich glaube, war ein anderer Hersteller, weiß ich jetzt gar nicht, Anschütz oder sonst was. Aber einfach diese Bauart von diesem Aircrony, es ist relativ kompakt. Ihr habt nie Stress mit irgendeinem Licht. Ihr könnt da draußen, ihr könnt das bei euch zu Hause im Dunkeln machen. Da Ding wird einfach immer funktionieren. Man muss dann halt eben nur ein bisschen genauer schießen, weil die Öffnung, wo ihr durch müsst, halt deutlich kleiner ist als bei so einem Gerät. Also auch das stellt eine gute Alternative dar. Aber auch sowas hat seinen Preis. Ich glaube, aktuell liegt das Aircrony MK3 um die 180, 190 Euro. Also auch das kein wirklich günstiger Spaß. Und lasst euch da gesagt sein Finger weg von diesen komischen China-Plastikteilen, die so aussehen wollen wie das und versprechen, die können das. Nee, können sie nicht. Also zumindest nicht so gut und nicht so genau. Denn bei solchen Sachen kommt es immer darauf an, wie gut sind die gefertigt, sitzen die Sensoren ordentlich, sind die vernünftig eingebaut. Und da gibt es ganz viele Probleme mit irgendwelchen Fertigungstoleranzen. Und dann habt ihr nachher irgendeinen Schmuh und seid nicht zufrieden und habt, selbst wenn ihr für 20, 30 Euro gekauft habt, habt ihr im Prinzip ein Klo runtergespült, denn schon Opa hat gesagt, billig kaufen, kaufst du zweimal. Ist ein bisschen was dran, man kann natürlich auch Glück haben damit, aber wie gesagt, meine Empfehlung auf jeden Fall für das Caldwell, und nein, ich kriege kein Geld von Caldwell, ich musste das selber mit meinem Geld kaufen und ja, so ein Kanal kostet halt eben ein bisschen Geld, aber macht ja auch Spaß. Ich freue mich jetzt wiederum, wenn ihr Spaß hattet, lasst mir doch bitte ein Like da, einen Daumen hoch. Ihr könnt mich gerne abonnieren, ihr könnt euch gerne den Alarm stellen, dann verpasst ihr auch nie, wenn wieder ein neues Video rauskommt. Und erzählt es euren Freunden, wenn die es noch nicht wissen. Vielleicht haben die auch Bock drauf, sich hier mal ein paar Videos anzugucken. Ich würde mich jedenfalls freuen. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.